Einen wunderschönen guten Morgen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit meiner Wenigkeit Paxis. Wir spielen im Knockout-Turnier. Und ja, was ich mit Schürrle mache, dem gebe ich jetzt erstmal Engine. Ich hoffe halt wirklich, dass ich nicht irgendwann auf die Idee komme. Oder gebe ich ihm doch Catalyst? Nee, oder? Eigentlich hätte ich auch gerne sein Dribbling noch ein bisschen geboostet. Glaube ich. Und Catalyst, der würde einfach das Tempo zu viele Punkte liegen lassen, weil der hat halt selbst mit Engine, was ja das Tempo nicht ganz so sehr boostet wie Catalyst, hat er halt schon mit Engine 99 Beschleunigung. Also ja, Catalyst würde halt logischerweise seine Sprintgeschwindigkeit auch noch einen Tick anheben, man kann halt nur maximal 99 haben auf einem Wert, und das wäre dann einfach verschwendet. Oh, zwei Man of the Match. Hybrid mit Renato Sanchez und Bernard. Ansonsten, ja, ein anständiges Team. Von daher wäre Catalyst halt einfach Verschwendung, und Engine passt dann, glaube ich, auch. Ich ziehe mein Pullover aus und Gegners dran. Na toll. Von daher ist Engine da, denke ich, schon der bessere Champ-Style. Ich hoffe halt nur, dass Basic jetzt nicht hier irgendwie das Optimum gewesen wäre, aber in Basic ist halt einfach, sind halt einfach Sachen drin, die ich nicht brauche, wie Defense-Sachen. Sehr gut, Fährmann. Gehen wir mal auf unten. Da steht gerade nichts weiter. Boah, er mich direkt in die Zange nimmt und überläuft. Schade. Aber Sokrates ist da. Oh, den habe ich echt schon drin gesehen. Scheiße. Schade, schade, schade. Den habe ich echt drin gesehen. Ein Tick weit zu weit nach links gezogen, auf jeden Fall. Okay, er lässt Schüller mal durchlaufen mit neuem Tempo und Dribbling, aber schafft es nicht, die Ballkontrolle zu bekommen. Sehr gut. Sehr geil. Ja, und jetzt können wir natürlich mit Schüller noch mehr Stress machen, weil er halt einfach so schnell ist. Aber Müller. War auch eine geile Flanke übrigens, aber der Müller kommt nicht zum Kopfball. Oh, drei Mann von ist halt immer eklig. So, gerade der setzt einfach seinen Körper ein. Richtig geil. Fuck, hier ist niemand mehr von uns. Oh, abgefälscht. Der wäre bestimmt schön gekommen. Aber leider abgefälscht. Was? Oh, so gerade ist zum Glück. Kann ja wohl nicht sein, dass er hier nur über die Pace kommt. Das hat Lacazette bisher als einziger geschafft. Von allen Spielern, die ich je habe, hat er mal jemanden mit der Pace komplett zu überrennen. Da ging zu weit, der Pass. Ecke, oder? Oder? Oh, war Schürrle zuletzt dran. Wer hat denn das angestellt? Ah, die Flanke kam gut. Und Schürrle kam ja auch zum Kopfball, weil sonst wäre ja nichts aus, aber sehr merkwürdig. Ach, war das ärgerlich. Hätte ich da einen anderen Pass gewählt. Scheiße. Zu weit rechts. Ach so, er war noch dran. Ich dachte einfach, er hat vorbeigeschossen. Ah, Müller macht gerade ziemlich Betrieb davon. Mist. Ach, Butland wieder. Oh mein Gott, nicht schon wieder.
Sehr schön. Schade, dass wir nicht im Ballbesitz bleiben. Jetzt macht er einen schönen Distanzschuss. Nee. Oh, den Ball hätten wir doch haben können. Nein! Oh, danke, Fährmann. Und es gibt nicht mal die Ecke. Nein, 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 das war dumm. Ich habe zu spät gesehen, dass da jemand steht. Sehr gut, Vogt. Das war riskant. Jetzt. Oh, ey, wir standen doch zweimal besser denn also. Fuck, Außennetz. Oh, den muss ich doch wenigstens aufs Ziel bekommen. Mist, 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 Mist. Ich wollte nochmal auf Müller zurücklegen. Da haben wir Glück, aber auch blöd, dass Sokrates eigentlich eher rangeht, weil den hätte er, denke ich, viel besser blocken können. Das sieht jetzt halt krass aus mit deinen ganzen Schüssen. Das sind halt einfach. Scheiße. Das sind halt einfach keine gefährlichen. Ne? Also, das darf man halt nicht vergessen. Das sind jetzt keine krassen Paraden, die. Also, klar, sind schöne Paraden, die Fährmann da rausholt. Aber das ist jetzt nichts ultra krasses, was er hier auspackt. Ah, schade. Der zweite vorlegen war dumm. Keine ultra krassen Paraden, die er hier vorlegt, sondern die Schüsse sind halt einfach zu zentral. Also, dass Fährmann die halt einfach auch sich quasi erkämpfen muss. Also, die muss er halt einfach haben. Ah, der Gegner bekommt er dadurch Ecken im schlimmsten Fall oder im besten Fall für ihn. Ich weiß nicht. Also ich hatte einige Chancen, aber der Gegner hat auch ein paar Halbchancen. Ich war, meine Chancen waren eigentlich nicht wirklich viel besser, würde ich behaupten. Deswegen. Wobei ich hatte halt bessere Winkel. Also er hatte eher aus schlechten Winkeln geschossen, finde ich. Ein bisschen Glück. Man muss mal aber mit Chalanuk aus der Distanz probieren, da kann's ja. Und jetzt machen wir mal eine Ecke und jetzt machen wir mal eine geile Ecke. Jetzt machen wir die mal rein. War richtig scheiße. Haben wir ein bisschen Glück. Das ist dumm gewesen von uns. Das war aber auch dumm vom Gegner. Geiler Pass. Oh. Oh. Verdammt, wir kommen nicht zum Schuss. Nein, ich habe auf Passen gedrückt. Das wollte ich nicht. Embolo macht es gut. Boah, der lässt sich echt nicht abkochen. Ne? Also den kann man nicht einfach so überlaufen. Der stellt sich immer genau richtig hin. Leider. Aber halt auch wieder sehr defensiv, wie ich finde. Niemand, der gerne Risiko geht, wie es aussieht. Scheiße. Der Pass war halt einfach schlecht. Also nicht von mir, sondern einfach schlecht ausgeführt vom Spieler. Vogt. Nicht mit Vogt. Na komm, die Ecke. Komm, Müller, du hast das letztens so einen gemacht.
Oh, der läuft weg. Komm, komm, komm. Oh, danke. Na also, oh mein Gott, war das krass gespielt. Oh mein Gott, schöner Pass von Vogt, der das Ganze einleitet. Und das Embolo sich dann mit seinem schwachen Linken, aber er hat 4 Sterne drauf, da durchsetzt und wieder, der hat ja einen guten Abschluss. Und das finde ich halt geil, wenn solche Dinger klappen. War das mit Piszczek? Nee, Piszczek hat eingeleitet und Vogt hat die Vorlage gespielt, oder? Ist ja krass. Sehr geil. Will er jetzt umstellen? Also für mich, das kann er gerne abbrechen, aber ich denke, er wird umstellen. Oder wechseln oder irgend sowas machen. Aber die Vorlage kam, glaube ich, von Vogt. Sehr krass, sehr geil. Und Embolo echt gefährlich. Im Strafraum, deswegen ist er wahrscheinlich echt ein geiler Strafraumstürmer, aber das ist mir einfach zu teuer. Und ich habe jetzt mit Müller eigentlich auch einen anständigen, also ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit Müller bisher. Halt auch eher so der Wuselspieler und nutzt seine Chancen gut. Weil wenn man gut zielt. Defensiv. Oh, was ist denn hier oben los? Alter, aus so einem Winkel, das habe ich halt gemeint, der schießt aus total verrückten Winkeln. Müssten wir eigentlich haben, sehr schön. Oh nein, wir waren nicht zuletzt dran, oder? Oh, diese scheiß Geier. Hätte ich den Ball nur einfach weggeschlagen. Danke. Finde ich aber sehr fair von ihm, dass er mir den Ball wieder gibt. Oh, Piszczek hat keine Ausdauer mehr. Aber glaube ich, eine Flanke ist nicht das Beste, die beste Idee, die ich haben konnte. Ich habe fast das Gefühl, wir müssen bei ihm auf sehr defensiv gehen. Weil er scheint jetzt auch sehr offensiv zu spielen und ich brauche einfach mehr Spieler hinten. Oh, ich muss noch mal einen Angriff quasi gucken. Das war jetzt auch gelackt, das war so nicht geplant von ihm. Punkt. Oh, das macht Schürrle gut. Er ist auch zunehmend aggressiver, muss ein bisschen aufpassen. Ah, jetzt macht er mal wieder einen ruhigen, interessant. Wo ist denn mein Vorteil? Ich konnte mich nicht nach oben drehen, ich wollte eigentlich nach oben passen, aber da konnte ich mich nicht mehr hindrehen. Ah, ich gehe jetzt auf sehr defensiv, das wird mir so riskant hier. Über außen ist sonst einfach zu offen. Ach, jetzt kriegt da noch eine Ecke geschenkt quasi. 1-0, ach, wir haben so eine 80. Minute, okay, krass. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht noch, doch noch den Anschluss fressen. Habe ich immer einen raus, aber bisher gebracht hat es eigentlich auch gar nichts. Ach, jetzt haben wir keinen mehr vorne, weil wir auf sehr defensiv spielen. Scheiße. Das ist natürlich blöd, ne? Hätten wir jetzt ein einfaches Tor machen können. Jetzt machen wir ja trotzdem noch ein einfaches Tor. Oder halt auch nicht. Naja, solange wir Vogt haben in der Innenverteidigung, ist eigentlich alles gut. Mittelzeit, Spiel 86. Lass jetzt nichts mehr anbrennen. Oder halt doch. Oder halt doch. Abwehrriegel rein. Funkt.
Und ich würde sagen, das war's dann auch. Das lassen wir noch ein bisschen ausklingen. Was? Wieso hat er denn? Okay, aber das. Oh mein Gott, das war ein normaler Pass. Oh. Komm, lass es so lange laufen, dass es abpfeift. Mach's gut, Finale! Oh mein Gott, schon wieder. Das wäre jetzt, ist das zweite Finale in Folge, also wo wir jetzt das Turnier angefangen haben. Den letzten Durchgang haben wir ja auch gewonnen. Das ist ja krass. Und wir haben aber auch jedes Spiel verdient gewonnen, würde ich sagen. Ja, und Vogt ist auch Mann auf dem Match. Tore Embolo, Vorlagen Vogt. Eine sehr, sehr geil. Seine erste Vorlage. Ich glaube, als Innenverteidiger macht man das nicht so oft. Und ich habe ja gesagt, meiner Meinung nach ist er eigentlich sogar besser als Sokrates. Das ist echt Wahnsinn, wie oft er schon wieder positiv in dem Spiel aufgefallen ist. Es ist so unglaublich. Es gibt's gar nicht. Aber ich habe euch gesagt, ich habe es euch gleich gesagt, von seinen Werten her muss der einfach ein totales Monster sein. So, morgen oder beim nächsten Mal gibt es dann dementsprechend schon wieder ein Finale. Ich fände es natürlich richtig geil, das zu gewinnen. Vor allem, weil ich das jetzt hier komplett nachts gespielt habe, das Turnier. Wäre einfach richtig, richtig geil. Aber es ist schon lustig, dass man einfach mal für eine Weekend League, für die man qualifiziert ist, dann, falls ich gewinnen sollte, drei Turniere gewinnt und bei anderen zwei Leagues war ich gar nicht dabei. Naja, egal. Wäre aber einfach cool, noch ein Pack abzustauben. Von daher, why not? Wäre geil. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Paxis und ich mache jetzt noch das Finale und ich hoffe, dass ich gewinnen werde. Ich bin gespannt. Tschüss, tschüss.